So, wir kommen zur nächsten Runde. Einen 5-Punkte-Lieblingswitz, wie der Name sagt, einen 6-Punkte-schwarzer Humor, einen 7-Punkte-Requisitenwitz und einen 3-Punkte-Tierwitz. Es beginnt die Lydia und ganz kurz erklärt für dich, Vitus, der Requisitenwitz, da kannst du irgendwas aus diesem Fundus hier rausnehmen. Musst aber nicht. Mhm. Würde ich auch nicht. So. Ja. ganz kurz möchte ich zu dem kommen, was du jetzt machst zurzeit. Du bist als Kabarettist in diesem Land unterwegs, mit diesem Programm heißt Gangster. Du bist auf die Idee gekommen, als man dir den Meniskus rausgerissen hat, oder was war es, das Seitenband? Alles. Ja. Alles rausgerissen hat und du Zeit hattest zu schreiben. Genau, ja. In dieser Rehabilitationsphase, das war irgendwie so ein Wink des Schicksals, dass ich mir gedacht habe, jetzt, wann, wenn nicht jetzt. Weil du bist ja an sich, also du ohne Knie ist ja ganz deppert, weil du Sportler bist. Ich habe gehört, was du alle tust, Golf, Ski, Tai Chi, Boxen, Reiten, Fechten, Klettern, machst du irgendwas gleichzeitig? Nein, das ist ja, du kennst das ja bei Schauspielern, die haben ja einen Lebenslauf. Ja, natürlich, wie jeder. Und da schreibt man alles rein. Alles, was man jemals ausprobiert hat. Du bist Fußball-Schiedsrichter. Das ist richtig, ja. Und auch kannst dadurch, das ist eine sehr schöne Geschichte. Nein, ich habe auch in Hamburg ein paar Jahre gewohnt und das sind so Dinge, die man als arbeitsloser Schauspieler dann macht. Habe den DFB-Schiedsrichter gemacht. Einerseits, weil ich selber nicht mehr spielen konnte, wegen auch Knieproblemen, und andererseits, weil es mich interessiert hat. Und mache das und so. Und irgendwann später komme ich drauf, dass jeder DFB-Schiedsrichter zu jedem Spiel in Deutschland, egal wie groß es ist, vom kleinsten bis zum größten, gratis ins Stadion darf. Es gibt immer Karten für Schiedsrichter. Und das ist erst einmal sehr lässig, vor allem wenn man dann eben, war mir zufällig in München und da war gerade Dortmund gegen Bayern irgendwie seit Wochen ausverkauft. Und ich denke mir, geht das da auch? Und gehe dann zur Kasse mit dem kleinen Schiedsrichterausweis und ich, ja, selbstverständlich, hier haben sie. Und kriegst du Karte, erste Reihe, Bayern, Dortmund. Schön. Super. Sehr schön. Hast du eine Pfiffen, oder? Ja, natürlich, immer korrigiert. Das gehört. War vielleicht, warum du nicht lang im Stadion warst, weil du in der ersten Minute ausgegangen bist. Das war kein Horner. Ja. Hast nicht viel gehört. Ich bin schwer vom Begriff. Ja. Das macht nichts. Wir mögen dich trotzdem. Wir müssen weiter tun, leider. Also, nein, nicht leider. Wir müssen weiter tun, wir tun weiter. Lydia, du bist dran. Ich nehme den 7-Punkte-Requisitenwitz. Die Lydia verbraucht immer die Kisten, das ist schön. Weil wir, der Haaren, die wir setzen, das klumpert so nicht viel auf. Schau her, Lydia, was wirst also du? Also ein Pfarrersteil. Aha, da haben wir aber mehr. Ach, schau, das ist super, das ist perfekt, schau. Aha, genügt das? Ja, das passt mir schon gut. Die Krempe musst du ja richten, schau, das ist ein bisschen der... Die Krempe? Damit es ordentlich ist, das Weiße ist nicht Krempe drauf. Ja, das Weiße Krempe ist nicht symmetrisch. Kannst du mich bitte richten? Jetzt passt es bitte. Wir kommen, um zu richten, die Lebenden und die Toten. Kann man rausschneiden. Ja, bitte. Irgendwie muss man die Zeit überbrücken. Der Seidler mir rumzupft da. Ich zupfe nicht. Ich habe dich durchaus ein bisschen hergerichtet. Mach das symmetrisch. Ich kann dich auch ein bisschen herrichten. Ja. Das hast du schon. Ich weiß gar nicht, ob die Haare passen, Harry. Ja, wohl, passt. Schau ein bisschen aus wie du. Nein. Immer noch viel hübscher. Immer noch. Ein Pfarrer sitzt im Beichtstuhl, kommt ein altes Frauerl daher, ganz zittrig, und er sagt, was kann ich tun für Sie? Sagen Sie mir, was ist Ihr Problem? Und sie sagt, ich habe ein Problem, ich möchte was beichten. Wissen Sie, im Jahr 1945, die Wirrungen des Krieges, klopft ein junger Franzose an meine Tür und fragt mich, ob ich ihn verstecken kann. Und ich habe gesagt, ja, natürlich würde ich das machen, aber nicht ohne Gegenleistung. Er muss einmal am Tag mit mir Liebe machen, aber sowas von Liebe machen, das sage ich Ihnen. Und der junge Franzose, der war gut benannt, hat gesagt, das macht er gern. Ja, und er ist auf das eingegangen und der Pfarrer wird ungeduldig und sagt, sag Sie, also, was wollen Sie mir jetzt eigentlich beichten? Was ist jetzt eigentlich das Problem? Sagt die Frau, na ja, wissen Sie. Ich habe ihm noch nicht gesagt, dass der Krieg aus ist. Bravo! Schön.
Warum? Nein, nur weil ich sage. Nein, weil du schaust. Es reicht schon, wenn du schaust. Schau nicht. Tut mir leid, ich kann auch anders. Ja. Nein, für mich hat er mir da gefallen. Ich meine, ich weiß nicht. Bitte 3x7 mein Requisit mit. So, aber der Klopper ist nach, aber wieder runtergebracht. Vitus. Ich bin dran. Schwarzer Humor, nimm was aus deiner Stand-Up-Kiste. Red aber Deutsch dabei. Ja, ich nehme den Lieblingswitz. Das ist das Einfachste. Wirklich? Ja. Ja, aber es sind 5 Punkte. Ja, eben. Ja, das ist auch nicht das meiste. So viel negative Energie. Bitte. Nein, aber man muss ein bisschen aufpassen, weil er ist kurz. Was hier oft geht dann bei den kurzen. Okay. Wir sind ganz konzentriert. Ist er kurz und subtil? Nein, er ist nicht subtil. Hoffe ich. Okay, geht? Ja. Geht. Warum werden Deutsche doppelt so tief begraben wie alle anderen? Hm. Weil sie tief drinnen eh wirklich okay sind. Ja! Ich finde den super. Ja, ich finde ihn auch gut. Ja. Tief drinnen eh wirklich okay. Aber er war mal zu wenig. Ja, er ist kein Fünfer. Er ist kein Fünfer? Das ist ich kann es besser. Also das kann ich besser. Ich kann es besser. Ein 95-Jähriger geht zum Versicherer. Kenn ich schon. Sagt der Versicherer, was kann ich für Sie tun? Sagt der 95-Jährige, ich brauche eine Reiseversicherung. Sagt er, Sie brauchen eine Reiseversicherung. Wo reisen Sie hin? Ja, ich muss verreisen. Sagt er, ja, wo reisen Sie hin? Sagt er, ich muss meinen Vater besuchen. Sie besuchen Ihren Vater. Wie alt sind Sie? 95. Und Ihr Vater, wie alt ist Ihr Vater? 125. Nein. Sagt er, Sie haben einen Vater, der ist 125. Und Sie besuchen ihn. Sagt er, ja, freilich. Muss ihn ja besuchen, muss er dabei sein. Wo müssen Sie dabei sein? Heiraten tut er. Ihr Vater heiratet? Mit 125 heiratet Ihr Vater? Sagt er, ja, freilich, weil ihm seine Eltern so einen Druck machen wegen einem Kind. Weil er muss. Moment. Hat dir auch so gut gefallen wie dem Gary? Ich fand ihn lustig. Mir hat er gefallen. Ja. Ich fand ihn lustig, ja, aber unrealistisch. Total unrealistisch. Ja, entschuldige. Ne? Ja, das geht ja gar nicht. Ja, weil sie sagt total unrealistisch, dass sie testen tief drin gute Menschen. Das ist überhaupt eine Lüge. Also, so, ich bin dann Gary. Ja, wirklich? Ja. Danke, passt. 5 Punkte, danke schön. Ja, Lieblingswitz, komm zu mir. Joker kommt weg, genau. So, wer ist dran? Der Harry. Ich nehme den schwarzen Humor. Jo. Das ist eine schöne Kategorie. Ja, ich weiß nicht. Nein, ich finde schon. Ja. 2 Kollegen treffen einander, sagt Anni, und wie geht's da? Sagt er, ja, mir geht's nicht so gut. Sagt er, warum geht's dir nicht gut? Sagt er, ja, meine Frau ist mal gestorben. Nein, deine Frau ist da gestorben, das habe ich gar nicht gewusst, mein Beileid. Sagt er, ja, magst du mir nicht so Beileid wünschen, ich habe die Schwester von ihr geheiratet. Was? Du hast wieder geheiratet? Sagt er, ja, ich habe die Schwester geheiratet. Wahnsinn! Das finde ich aber toll, das ist die Schwester. Gratuliere! Magst du mir nicht gratulieren, die ist mir auch gestorben. Was? Die ist da auch gestorben, das ist ja unglaublich, was du verpechst mit deinen Frauen. Das ist ja eine, meine innigste Anteilnahme. Sagt er, ja, magst du mir nicht kondolieren, ich habe die Cousine von den 2 Schwestern geheiratet. Du hast. Also, da fehlen mir die Worte. Das ist ja unglaublich, die Cousine. Also, wie du an dieser Familie festhältst, sowas von Treue. Also, ich bin stolz auf dich. Gratuliere dir. Brauchst du mir nicht gratulieren, das ist mir auch gestorben. Das gibt's ja nicht. Meine innigste Anteilnahme, mein aufrichtigstes Beileid. Und dann hat er gesagt: Was hast du Beileid? Was hast du Mitleid? Ausroten will ich die Bagage. Würde ich mich nie zu erzählen trauen. So großartig! Kategorie, was wir machen. Schwarzer Humor, sehr schön. Was hat für eine Energie im Harry? Der ist furchtbar gut. Furchtbar gut. Ja. Ja, grün. 6 Punkte für den Harry, seinen schwarzen Humor, Bernd Busch.
Ich bin dran mit einem 3-Punkte-Tierwitz und nehme meinen zweiten Joker in Anspruch und befrage das Publikum. Gibt es jemanden, der einen 3-Punkte-Tierwitz für... Oha, ein Herr in der ersten Reihe. Schürrle, bist du so lieb? Schaut da auch. Sie bekommen ein Mikro. Darf ich Sie sagen? Sie können das gut sagen. Nein, sagst du, wie du heißt bitte und warum du da bist? Ich bin der Philipp und ich bin wegen euch da, weil ich euch gerne einen Witz erzählen würde. Das ist doch schön. Ha? Sehr nett. Ja, wenigstens aber bitte. Dankeschön. Ja. Es wäre ein 3-Punkte-Tierwitz, also es muss jetzt nicht so... Okay, ja, danke. Es wird wonach sucht ein schwuler Storch? Nach seinem Horst. Nach dem Horst. Kann ich mich auswechseln lassen? Warum? Na, das als Publikumsjoker? Nein, Vitus. Nein, Vitus, es liegt nicht an dir. Es liegt nicht an der Größe. Es liegt an die Witz. Ja, aber was ist 3 Punkte? Ja, oder mehr. Absolut. Ja, alle mal. Na bitte, 3 Punkte. Dankeschön. Danke. Das Jokerle auch weg. So, wir kommen zum Punktestand nach der 3. Runde. Da sind wir mit 12 Punkten Vitus, 17 die Lydia, Harry 19, meiner einer 21. Knapp, aber doch. Also der Schüler hätte sich verrechnet, aber der verrechnet sich nicht. Es gibt keinen besseren Kopfrechner als den Schüler. Hat einen größten Kopf, muss man sagen. Ja, so recht. Den Schell verrechnet. Ich glaube, wir haben 4 Sendungen dort sogar er gewonnen. Ja. Seinen Namen drunter. So, wir legen auf die 4. Runde. Ein 10-Punkte-Frauenwitz, ein 5-Punkte-Lieblingswitz, ein 4-Punkte-Arztwitz und ein 7-Punkte-Nationalitätenwitz. Vitus, nimm den Arztwitz. Ja. Nein, nimm, wie du glaubst. Aber weil du Krankheiten spielst. Der Vitus spielt Krankheiten auf der Klinik. Da darf ich nichts drüber sagen. Wirklich, das ist geheim. Ich darf nur sagen, nein, weil es sind ja tatsächliche Fälle, also auf der Medizinuni in Wien. Und es sind 30 Schauspieler, die das machen, damit die Studenten üben können, bevor sie dann auf uns alle losgelassen werden. Ja. Okay, also du könntest jetzt einen Hypochonder einen Witz erzählen lassen. Mir gefällt es so gut, wenn einer zum Psychiater geht und sagt, entschuldigen Sie, Herr Doktor, ich bin schizophren. Dann sagt er, super, dann sind wir schon zu viert. Sehr leibend. Okay, es bleibt, Vitus, 10 Punkte Frauenwitz, kennt er die ausgerissen? Ja, aber ich habe das schon verbraten. Was denn? Naja, mit meinem Ich kann's besser, ich Idiot. Warum? Na, warum? Du könntest es jetzt besser. Könntest jetzt einen besseren. Noch einen Frauenwitz. Noch einen zweiten Frauenwitz? Ja? Ja. Nein, das ist immer so böse. Nein, ich nehm, warum nicht den Ärztewitz? Oder? Ja, warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Oder warte mal. Nein. Natürlich. Nimm den Lieblingswitz. Ja. ja, wir haben halt nichts mehr vor. Ja. Nichts mehr. Nein, ich fühle mich so wohl. Kannst doch gern bei uns bleiben. Ja. Also 7 Punkte Nationalitätenwitz. Ja. Bitte. Ja. Wie nennt man einen Österreicher im Fußball-WM-Finale? Schiedsrichter. Das ist gut. Das ist gut. Danke, Harry. Danke. Geht auch mit Linienrichter. Er ist großartig, Vitus. Leider, danke. Harry geht mit einem Ich kann's besser drüber. Aber ja. Ich brauche das wie ein bisschen. Ja, der Harry auch. Ich brauche neues. Dann hätte ich einfach andere Witze nehmen. Ach so. Ja. Okay, Harry, bin sehr gespannt. Ein deutscher Herr geht einen Riesenzaun entlang. Und auf einmal steht da der Bauer, so lässig auf der Schaufel lehnend. Dann geht er hin und sagt, Entschuldigung, da hätte ich mal eine Frage. Sind Sie der Landwirt hier? Ja. Ah, Herr Ökonomierat, dürfte ich da mal über den Zaun klettern? Ja, wenn Sie wollen. Wissen Sie, da drüben, genau vis-à-vis, ist ja der Bahnhof, nicht? Und ich muss da einfach über das Feld die Abkürzung nehmen. Das wäre nämlich super. Aber echt Knorke, sonst muss ich immer raus und rum. Darf ich drüber klettern? Ja, ja.
Der klettert drüber, sagt, ach, jetzt muss man auch richtig Danke sagen. Weißt du, ich brauche unbedingt den Zug um 13.30 Uhr. Er sagt, wenn Sie in der Stier sind, der Konen, dann erwischen Sie nur den Zug um 10 Uhr. Ja. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich jetzt auch. Bin ich gespannt, wie höflich ihr wirklich seid. Null. Null höflich. Harry, sehr lustig, meine grünen Punkte. Hast du? Ja. Lydia, willst du was lieb? Ja, nein, ich möchte nur legen heute. Und was? Ah ja. Grün. Also, ja, für den Harry? Ja. Ah, 7 Punkte für den Harry, seinen Nationalitäten. Ja. Oh. Oh. Ist eh nicht mehr in der Wertung. Das heißt, Ende der dritten Runde ist auch... das Endergebnis, was mich besonders freut. Vitus ist glücklicher, glaube ich. Vierter, Lydia 17, Harry 19 Punkte, Gerry 21. Vitus, du lädst die ganze Studio ein. Gerne. Danke fürs Gerne. Danke. Danke Ihnen zu Hause fürs wieder dabei sein. Ich bedanke mich bei diesem herrlichen Publikum. Auch bei dir, mein lieber Schurle. Heutiger Stargast, Vitus Wieser. Großer Applaus. Danke, Vitus. Bernd, die Band zum Wohl. Ja, ja, sehr schön. Danke. Bitte, der Rest gehört dir. Danke, das ist yeah. Ja. Vielen Dank. Ja, ja. Ich habe ihn und ihr Ja, passt. Das ist der erste, den wir trinken. Ja, schön. Danke.